Jürgen Hart von der CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist die erste Sitzung des Deutschen Bundestages, wo wir uns mit politischen Inhalten befassen. Und es ist bezeichnend, dass es außenpolitische, sicherheitspolitische Themen sind, die auf der Tagesordnung stehen. Es ist ein Merkmal unserer Zeit, dass die Außen- und die Sicherheitspolitik dichter an uns heranrückt, auch an jeden einzelnen Menschen in diesem Lande. Und so liegen heute und morgen insgesamt 7 Mandate mit dem Wunsch der Regierung um Verlängerung bei uns auf dem Tisch. Und wenn man als Außenpolitiker international unterwegs ist, zum Beispiel ein Kollege, der in der vergangenen Woche auf der großen Sicherheitskonferenz in Halifax war, die Frage, bleibt Deutschland ein stabiler, verlässlicher Partner in der internationalen Zusammenarbeit, ist transatlantisch virulent. Es ist keine Frage so häufig an mich gestellt worden, auch in meiner Eigenschaft als Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit, wie die, bleibt Deutschland auf Kurs in den internationalen Verpflichtungen. Ich habe dann jeweils gesagt, ja, und ich glaube, dass wir als Deutscher Bundestag diese Woche und in der dann kommenden Sitzungswoche auch die Kraft haben, dieses Signal zu senden. Deutschland ist und bleibt ein verlässlicher Partner in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Mandate, die heute vorliegen, sind allesamt Mandate, die unmittelbar viele Partnerländer betreffen. Das ist Prinzip unserer Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir als Deutschland eben nichts auf eigene Faust machen, keine Alleingänge, sondern dass der vernetzte Ansatz, zivil-militärisch, aber eben auch in der Breite unter den Nationen in der Völkergemeinschaft ein ganz entscheidender ist. Und Deutschland spielt eine wichtige Rolle in der Völkergemeinschaft, in den Vereinten Nationen. Wir werden im Juli 2018 als Deutschland in eine Abstimmung gehen um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für die Periode 1920. Und ich glaube, auch im Blick auf diese Bewerbung um das wichtigste sicherheitspolitische Gremium der Welt, um einen deutschen Sitz in diesem Gremium, ist es nicht ganz ohne Bedeutung, dass wir in internationalen Fragen als Deutschland auch stehen und dass wir die UN-mandatierten, NATO- und EU-geführten Einsätze auch entsprechend sekundieren. Ich möchte zum Einsatz Sea Guardian einen Aspekt noch besonders beleuchten. Zunächst einmal an den Kollegen Nolte gerichtet. Ich darf das vielleicht als ehemaliger Marineoffizier sagen. Für diese Äußerung hier gegenüber den Soldaten der Marine müssen Sie sich in der PUO-Messe in Ihrem Standort entschuldigen. Das ist meine feste Überzeugung. Unsere Soldaten sind keine Schlepperhelfer, sondern Lebensretter. Und ich bin dem Kollegen Lindner dankbar, dass er das auch deutlich gesagt hat. Der Einsatz Sea Guardian ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen NATO und EU in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und gerade jetzt, wo wir die PESCO, die ständige strukturierte Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik, auf den Weg bringen, glaube ich, ist es gut, dass wir die Zusammenarbeit dieser beiden Einsätze weiter stärken. Und deswegen ist der eine wie der andere für uns unverzichtbar. Die Soldatinnen und Soldaten an Bord des Einsatzgruppenversorgers Frankfurt und in den Stäben und auch entsprechend in AWACS-Flugzeugen leisten einen wichtigen Beitrag, damit eben auch die EU-Mission EUNAVFOR MED Sophia erfolgreich sein kann und mit ihren lebensrettenden Maßnahmen im Mittelmeer weiter erfolgreich sein kann. Es ist ein gutes Beispiel auch für die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO, wie sie in Warschau vereinbart wurde, dass wir dieses Mandat entsprechend fortsetzen wollen. Für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion kann ich ankündigen, dass wir diesem Mandat zustimmen würden. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass die Soldatinnen und Soldaten unsere besten Wünsche in ihrem Einsatz begleiten. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Gabi Weber von der SPD-Fraktion.